Nach einem etwas längeren Einleitungsteil in eigener Sache, weil wir ja schon länger keine Franks Freiheit gemacht haben, reden wir heute über die Faktenbooster. Hier mein Lieblingsfaktenbooster mit der aufgehenden C-Sonne. Über die Situation im Lande, über viele verschiedene Dinge. Wir reden über Verzeihen, über eine Welcome-Back-Party zum 1. Oktober, aber auch über die gesprengte Grimm-Brücke, über die Inflation, über den Transhumanismus, über das Entbinden der Menschen von der Natur. Insgesamt eine eher spirituellere, hintergründige Franks Freiheit mit einigen Analysen. Lass dich überraschen, geht jetzt los. Tschüssi. Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, auf unserem kleinen Kanal. Herzlich willkommen in Zeiten der sichtbar gewordenen Dummheit. Endlich mal wieder eine Franks Freiheit. Ja, es hat lange gedauert, ich gebe es zu. Ja. Nach diesem Post, es wird sich an der Kanalstruktur nichts ändern. Hat sich an der Kanalstruktur eine Menge geändert, ist mir klar. Viele Gespräche und dann sind wir auch, oder bin ich zu Kurzformaten übergegangen, ich bin mir dessen bewusst, hatte mir in der letzten Zeit mehr Spaß gemacht, die Dinge auf den Punkt zu bekommen und sich einem Thema zu widmen, das dann genau auszuformulieren und dann rauszugeben. Ja, aber mir ist klar, unser Krisenbegleitungsformat hat absolut seine Berechtigung, wo wir uns auch mehr Zeit nehmen, wo es auch ausschweifender werden kann und wo wir nicht so auf Punkt kommen, dafür ist es dann live. Das machen wir heute, die 199. Franks Freiheit, unglaublich. Hier auf der Terrasse hat es auch mal angefangen, ne, wo ich spontan gesagt habe, so, jetzt mache ich mal ein Video. Ja, da sind wir jetzt, 199, zwei Jahre später. Okay, fangen wir mal mit einem Zitat an. Ungehorsam ist die wahre Grundlage der Freiheit. Die Gehorsamen sind Sklaven. Da darf man auch mal drüber nachdenken. Wir erleben ja jetzt Zeiten, in denen Gehorsam die erste Bürgerpflicht ist. Und wer nicht gehorsam ist, ja, der ist eigentlich schon so in Nähe Terrorist. Es gibt dann halt andere Bezeichnungen für Querdenker, sonst irgendwas, ja, aus der Reihe Tänzer, ne? Aber im Grunde sind es immer wieder die Ungehorsamen gewesen, die die Freiheit erschlossen haben, ja? Die Räume eröffnet haben, neue Denkräume, aber auch neue Räume, in die eine Gesellschaft gehen kann. Und das wird dieses Mal nicht anders sein, deswegen habe ich dieses Zitat rausgenommen. So. Also herausgehoben jetzt hier für den Anfang und für unsere Franksfreiheit. Dann möchte ich erst einmal jetzt einen mega Dank aussprechen. Danke, Jutta, Maria, alles angekommen. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ja, hilft ungemein. Vielen, 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 vielen Dank. Und dann noch an alle mal so gerichtet, stell dir mal vor, dein Zwillingsbruder würde dir ein Paket schicken, der dich unglaublich genau kennt. Und da drin sind dann lauter Sachen, die du ja nicht nur toll findest, sondern die dich im Herzen berühren. Wo du denkst, da hat dich jemand wirklich verstanden oder dich kennt jemand. Also insofern, Richard, möchte ich dir sehr herzlich danken für dein Paket. Es hat mich wirklich berührt, mit was du alles das zusammengestellt hast, was du dir an Gedanken da gemacht hast, und ich bin wirklich baff dann, was ich dann in dir ausgelöst habe. Ja. Und ich kann immer wieder nur sagen, vielen Dank, vielen, vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Es hat mich im Herzen erreicht, ja. Also, Richard, danke, Grüße nach Trier. Das war ein Paket. Dann kann ich euch nur danken, wenn ihr mal
hier die Arbeit unterstützt. Es freut mich sehr. Kommt an bei mir, freut mich sehr und wird auch für diesen Kanal hier umgesetzt. Ja, ob das jetzt dann Fahrten sind, Sprit oder neues Equipment, also neue Ausrüstung. Das ist viel, das ist, geht im Grunde los dann so hier bei der Druckerpatrone. Ja, ich druck mir immer alles aus, ich bin jetzt so ein Pedant, ne, der jetzt nicht so frei redet. Ja, bin eigentlich auch kein guter, eigentlich kein guter Vortrager, obwohl ich da mal ausgebildet wurde drin, aber es gibt Leute, die schütteln das aus dem Ärmel. Ich liebe es, wenn ich mich vorbereite. Dazu auch einmal, wir hatten jetzt vor, ich glaube vor einer Woche oder zwei, hatten wir einen schönen Vortragsabend bei Heidelberg, sehr, sehr schön. Man kann anlässlich die, das ist halt Franks Freiheit Format, da lassen wir uns Zeit, einige Dinge auch in eigener Sache, was den Kanal angeht, was unser Miteinander angeht, das können Treff sein, kann alles sein. Wenn du jetzt reine Fakten hören willst, dann spulst du am besten 10 Minuten vor oder so, ja. Da war ich bei Heidelberg, ein wunderschöner Abend, habe einen Vortrag gehalten, einmal über Aktuelles, über die Energien im Hintergrund, aber dann auch über die Welt hinter der Welt und letztendlich am späten Abend ging es auch in Richtung dann Magie weg, was dann in den RV-Bereich geht. Der Vorteil bei diesen Abenden ist, es ist dann im geschützten Rahmen. Es ist also nicht öffentlich. Öffentlich kann man immer nur die Dinge sagen, die mit der Öffentlichkeit dann auch umgehen kann oder die an der Grenze dessen sind. Aber es gibt diese nicht sehbare Grenze des Käfigs, des Meinungskontrollkäfigs, die darfst du in der Öffentlichkeit einfach nicht überschreiten, ohne dass es Sanktionen gibt. Das Schöne an Vorträgen, Vortragsabenden, am besten in einem Bereich, sagen wir mal höchstens 100 Leute, ist, dass man in einem geschützten Rahmen ist, wo man auch in Zweiergesprächen, in Gruppengesprächen, aber auch beim Vortrag Dinge freier und offener formulieren kann, als ich es hier jetzt vor der Kamera tun kann. Ja. Deswegen mein Angebot steht, ich habe mir das jetzt lange überlegt in meinem Kabuffchen da hinten, also in meinem Zimmer, meinem Büro, ja, dem Hochleistungsdenkraum, ja, Logo. Ich gebe hiermit auch das Angebot raus, wenn du eine Gruppe hast, ich komme gern zu Vorträgen, wenn du eine Gruppe hast, es sollten schon minimal, denke ich mir mal, so mehr als 30 Leute sein, sonst wird es irgendwann zu klein. Und dann je nach Entfernung auch von mir weg, schreib mich an, ich komme gerne bei dir vorbei. Du solltest einen Raum haben, du solltest eine Gruppe haben, die du zusammentrommeln kannst. Und dann können wir uns einen schönen Abend zusammen machen. Ich bin flexibel mit dem, was ich an Programm mitbringen kann. Es kann im Grunde ein Franks Freiheit-Format sein. Es können aber auch die Vorträge sein, die ich ausgearbeitet habe, ob das die Costa ist oder der Welt hinter der Welt. Und dann sind auf meiner Festplatte noch ein paar andere. Ich arbeite dann oder bin bei euch ohne Gage. Ich mache das ohne Gage. Da ich jetzt Spritauslagen und so weiter habe, sollte sich dann schon decken. Je nachdem, wenn es weiter von mir weg ist, dass ich irgendwo dann im Hotel bin oder so etwas, ist es dann spendenbasierend, ja, könnt ihr einen Deckel rumgehen lassen oder sowas und dann passt es schon. Also wenn du Bock hast, schreib mich an, vielleicht treffen wir uns, vernetzen wir uns, lernen uns kennen. Ich habe jetzt in Heidelberg gemerkt, dass das sehr, sehr schön ist. Sehr, sehr schön ist, wenn wir uns direkt begegnen. Auch nochmal anders, als wenn man jetzt am Rhein zusammen spazieren geht oder ein Kanaltreff macht. Ich finde es schon gut, wenn man Informationen erstmal herausgibt, auf deren Basis man dann weiterreden kann am Abend auch. Jetzt bei Heidelberg war es auch so, die Leute haben dann was zu essen mitgebracht, gab es dann auch noch ein Buffet abends. Es zog sich dann, ich glaube, bis 12:30 oder so etwas, bin ich ganz sicher. Ging um 19:30 los. Also hast du wirklich einen kompletten Abend zusammen und hast eine gute Zeit. So, das wollte ich nochmal sagen. Also es sollten aber mindestens wirklich 30, 40 Leute sein. Zur Woche nochmal. Jetzt am Montag
Mache ich mit, also morgen schon, gell, ja, morgen, mache ich mit der Monika Donner und der Katharine Turner eine Sendung, Strategiesendung, wird dann wohl wieder, es wird wohl um die Ukraine gehen und auch um Geostrategie dabei. Das wird sicherlich sehr spannend und dann bin ich momentan noch mit der Katharine in Abstimmungsprozessen, dass wir uns vielleicht noch diese Woche noch einmal treffen, um ein gemeinsames Format zu machen. Ich würde ja gerne, da der Marc jetzt nicht da ist, nochmal ein Lageformat machen. Das Spirituelle schütteln Katharine und ich ohnehin aus dem Ärmel. Also da sind wir sowieso immer in Verbindung. Ja. Gut, dann haben wir da, aber das steht noch nicht ganz fest. Ja, dann nochmal möchte ich, ist mir nochmal was eingefallen, mit dem Michael hatte ich eine Musiksendung gemacht, ja. Überschrift war da, ich fand es eine ganz gelungene Sendung, wobei man da einen zweiten, dritten Teil auch echt machen könnte noch. Inwiefern spielt die Musik der 60er, 70er, 80er, 90er in ein Social Engineering mit hinein? Inwiefern sind da Erlösergedanken von der Kirche mit enthalten? Inwiefern ist es nach Brzezinski ein Medium der Massensteuerung und der Bewusstseinsbildung und Veränderung in einen bestimmten Bereich herein? Könnt ihr euch mal anschauen. Ja, und da fiel mir ein zum Beispiel, dass jetzt, was wir da nicht angeschnitten haben, viel nicht angeschnitten, aber eine Sache möchte ich nochmal sagen. Das war, erinnert ihr euch noch an die 90er? Da haben wir dann auch langsam aufgehört. Die 90er mit diesen coolen Techno-Beats. Ne? Da kam ja Techno auf, ja. Also eine sehr maschinelle Musik, eine die Harmonien gänzlich weggefallen dann und dann back, 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 back. Harte Rhythmen. Und die ersten Techno-Party waren ja auch, wo die Leute sich dann wirklich auch Staubsauger so, ja, anfangs 90er auf den Rücken getan haben und haben sich dann auch verkleidet wie Roboter und sowas. Es waren ja Riesenpartys im Maschinendesign. Ja, also sollte ich jetzt alle Depeche Mode-Fans jetzt springen mir ins Genick, wenn ich so einen Vorreiter nennen sollte, wäre das von den ganz Bekannten, wäre das so Depeche Mode vielleicht noch, die diesen Industrieklang eingeführt haben, hatten aber auch so Gothic-Stil-Elemente und auch dieses Düstere auch mit drin. Gut, das hast du auch in den Firmen, ja. Okay, ich will die nicht reduzieren darauf, aber die hatten diese Elemente mit drin. Und was mir dann jetzt so einfiel, ist, dass es die perfekte Vorbereitung ist, diese Industrieklänge, nachher der Techno, wo du das Maschinenhafte in der Musik hast, wo du nur noch künstliche Klänge hast, ja. Dass es die perfekte Vorbereitung auf den Transhumanismus war. Der Techno hat uns ermöglicht, dieses kalte, sterile als etwas Cooles anzunehmen. Boah, ist ja geil, macht einen schmalen Fuß und so, ne? Dabei ist es aber wirklich völlig unnatürlich, lebensabwesend und so weiter. Na gut, ich will es gar nicht zu sehr beurteilen, ich will nur sagen, man kann Techno, die Stilrichtung der Techno-Musik, wirklich auch so begreifen, dass sie den Transhumanismus vorbereitet, ja? Ja, dann Chip in den Körper rein. Alles so praktisch. Wie ich sagte, die Staubsaugerpartys. Da schwingen diese Elemente schon mit drin, wenn du so sensibel reinfühlst. Das Maschinelle, das Unnatürliche. Was aber dann diese Verkehrung zu cool erfahren hat. Okay, dann möchte ich euch nochmal hinweisen in meinem kleinen Kanal auf Telegram. Da haben wir ja den Admin, den Andreas. Und der Andreas, der macht, ich glaube momentan einmal die Woche, macht er einen Chat. Da wird also über alles miteinander geredet. Ja. Und ich will es hier vorstellen, weil du da auch teilnehmen kannst. Das ist live. Man kann sich da einfach einklinken. Ich bin da jetzt nicht mit drin. Ich gucke ab und zu mal vorbei oder höre mal zu. Kündige mich aber auch nicht an. Und wichtig ist da, dass es ein Austausch in Würde, in Achtsamkeit ist. Er findet freundlich statt und respektvoll statt. Ja.
Ja, also einfach das Angebot haben wir auch im Kanal. Ja, damit haben wir jetzt nicht nur die Franks Freiheiten, die Interviews, die Vortragsmitschnitte, die alle hier erscheinen, aber auch auf YouTube und auf Odyssey, sondern haben dann zusätzlich noch das Forum als Angebot, was für einen Austausch offen ist und eben noch diese Chats, Live-Sendung. Ja, ist ziemlich bunt geworden bei uns, ziemlich viel geworden. Von daher verstehe ich auch Kritik, wenn manch einer sagt, ja Frank, es sind ja jetzt alles nicht mehr nur so Franks Freiheiten wie früher und dann alle zwei Wochen mal ein Gespräch. Tatsächlich, das hat sich verändert mittlerweile, ja. Ich versuche da auf dieser Rasierklinge weiter zu laufen und irgendwie Takt zu halten, ja. Mhm. Ja, kann aber auch immer nur nach mir selbst gehen, was ich gerade gut finde. Und ich stehe momentan wirklich darauf, dass ich mir ein Thema nehme, das ausformuliere und dann einspreche und rausgebe. Aber gut, okay, haben wir so viel mal. Dann, wie du mich hier siehst, komme ich aus der Wildnis heute zurück. Ja. Zumindest denkt man das ja, wenn du hier in den Wald gehst, was ja eigentlich auch eine Kulturstätte ist zur Holzzucht. Ja. Aber du siehst überall so Schilder, ja. Achtung, der gefährliche Wald. Du weißt schon, wenn du den Kanal hier kennst, auf was ich hinaus möchte. Tatsächlich überall die Feldwege. Ist bestimmt auch bei dir hast du erstmal so ein Warnschild. Achtung, Wald. Ja, hier können Äste herunterfallen, am Ende noch auf deinen Kopf. Gefährlich, Lebensgefahr, ja. Ist ein Thema, das wir hier sehr lange schon untersuchen. Also es geht zurück auf eine These, die ich habe, nämlich dass ich glaube, dass es Teil einer Agenda ist, dass uns nach und nach die Umwelt, die Natur als gefährlich verkauft, interpretiert werden soll. Währenddessen alles Technische, deswegen auch die Anklänge, deswegen habe ich mit dem Techno auch angefangen nochmal, alles Technische, alles Künstliche, alles Digitale, alles Computerisierte, alles drinnen sein ist dann sicher. Ja, oder am besten in einer Smart City. The Wall. Das haben wir ja schon gesehen in, war es Katar? Saudi-Arabien? Irgendwo dort unten in der Wüste. Also vollkommen durchtechnisierte Städte. Die sind dann sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich ein Programm über mehrere Generationen gibt. Zumindest liegt mein Auge darauf, zu versuchen, den Mensch von seiner natürlichen Basis der Natur zu entfremden, währenddessen man versucht, ihn einzugewöhnen an eine technisch modifizierte Umwelt. Erstens und zweitens, ihm selbst noch eben Transhumanismus, transhumane Elemente einimplantiert, sodass er selbst zur Maschine wird, rein körperlich betrachtet. Also wenn du jetzt einen Herzschrittmacher hast, könnte man das auch schon sagen, oder eine künstliche Insulinpumpe oder so etwas, dann haben wir es schon zu tun im Grunde mit einer Mischung von Bio und technischer Medizin, ein Mischwesen ist. Ja, in dem Moment, wo ich natürlich dann auch über Druckmittelungen Bestandteile im Blut habe, die technisch resonanzfähig sind, hätte man diesen Charakter eines Mensch-Maschinen-Mischwesens noch weiter vorangetragen. Wenn man das dann noch einbetten, andocken könnte in eine komplett designte Umwelt, in eine komplett digitalisierte Umwelt, dann wird das zwangsläufig, reine Fantasie, jetzt könnte ich mir vorstellen, Auswüchse haben auch auf das Bewusstsein der Menschen. Ja, dass sie sich vielleicht tatsächlich dann als auch Teil einer Maschine begreifen, ob zwar sie eine Seele haben, sich derer aber nicht mehr bewusst werden, weil die wieder einmal die Verbindung abgeschnitten ist zu deiner Seele. Wir könnten dergleichen Vorgänge momentan auch sehen, wenn wir, wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden, bitte. Aber gut, machen wir jetzt. Wenn wir ein Kronenchakra zum Beispiel versuchen abzuschneiden, Thema Zirbeldrüse, die Energien übers Kronenchakra versuchen zu kappen,
Die Frequenzfähigkeit eines Menschen von heller Freude, ich war heute zum Beispiel mit meinem Hund in der Wildnis, ja, dann siehst du mal, wie der ist vollkommen sinnengesteuert, läuft der im Wald rum, der Wald fließt durch ihn durch und er drückt ihn dann in Bewegung, Freude, Schwanzwedeln, Nas auf dem Boden aus. Und dann ist der Hund ist eigentlich ein lebendiger Teil des Waldes geworden. Er ist nicht mehr nur Hund, sondern der Wald spricht durch ihn. Wenn man also diese Frequenz-Freude-Ebenen von Menschen, das sind ja relativ hohe Energien, wenn man die deckeln könnte, über Drogeneinflüsse, Alkoholmissbrauch und so weiter, vielleicht langt da auch schon Fleisch, vielleicht ist, ja, Nahrung, nennen wir es so, oder Gifte in Nahrungen, vergiftetes Wasser, ja. Das sind alles Gifte, die in unseren Körper eingehen und die dann, könnte ich mir vorstellen, auch dafür sorgen, dass du irgendwann diese Liebes- und Resonanzbeziehung mit der Natur nicht mehr bemerkst. Du bleibst immer irgendwie außen vor. Du kannst dann inmitten einer Wiese sitzen und bleibst ein Fremder darinnen. Ja. Unter dem Aspekt möchte ich euch auch was antragen zur Energie momentan. Wir haben eine, überrascht dich nicht, ich bin ja immer ein paar Monate voraus, ja. Also wir sind uns, wenn du den Geist von jetzt willst, musst du Sendung von vor 4-5 Monaten gucken. Da redest du dann über die Gaspreise und sowas, ja. Ich bin immer voraus. Von daher kommt es dir vielleicht komisch vor, also ich bin ziemlich positiv derzeit. Und damit bin ich nicht bei den Geschehnissen, die jetzt sind. Das, wie gesagt, das hatten wir im Grunde vor Sendung vor Monaten. Also, schwierig zu erklären. Ich bin positiv und möchte dir antragen, diese Zeit, diesen goldenen Oktober jetzt gerade mal von der anderen Ecke aus zu erleben. Wir reden noch über die Dinge, die passiert sind und es passiert viel, wie es auch zu erwarten war. Aber vor diesem Hintergrund, was ich eben sagte mit der Natur, ja, haben wir momentan eine wahnsinnige Zeit der Fülle. Ich gehe mir an Bäumen entlang und sehe zum Beispiel, wie die Äpfel da hängen und hängen bleiben. Es zeigt mir eine Dekadenz, der bald abgeholfen wird. Auch das ist diese Sperre zwischen Mensch und Natur. Wir nehmen nicht mehr davon, wo wir nehmen könnten. Wo wir beschenkt werden von der Natur. Und es fällt auf den Boden und verfault. Und dieser Prozess sagt unheimlich viel über uns aus, gerade dieser Tage, wo wir alle in Fülle sind. Also ich habe die letzten Tage auch, deswegen war es auch ein bisschen ruhiger, ich habe Äppler gemacht, also Apfelsaft gekeltert zum Teil. Ja, möchte ich dir, und das sind die Dinge, die möchte ich dir auch andienen, um auch letztlich wieder in Kontakt zu kommen mit unseren Urahnen. Denn die haben um diese Zeit das getan. Oder Kartoffeln geerntet. Ich habe gestern auch dann Reibekuchen gemacht zum Beispiel. Ja. Das ist ein Genuss. Wenn du eine Kartoffel, ich will jetzt Impulse in dir setzen. Ja. Weil das Energien sind, die du dann auch aufnimmst. Du reibst eine Kartoffel. Du kannst, wenn du magst, ein bisschen Mehl dazu machen. Nur tu den Saft abseihen lassen. Lass die Stärke sich auf den Boden setzen und tu den Saft dann weg. Sonst fallen die Dinge auseinander. Also wenn das Ding entsaftet ist, ja, die Stärke auf dem Boden absacken lassen. Ich will jetzt keine Kochrezepte machen, aber ich bin ja auch Hobbykoch, ja. Und dann kannst du das ein bisschen anwürzen, musst du noch nicht mal, ja, so ein bisschen Salz dran. Wenn du magst, eine Zwiebel, wenn nicht, ist auch gut. Und dann isst du diesen Reibekuchen am besten in der eiseren Pfanne. In der gusseisernen Pfanne bereitet. Ja, es macht etwas aus. Das ist ein Riesenunterschied. Ich habe mal gebraucht eine geholt vor 20 Jahren oder so. Das Ding tut seinen Dienst, ja. Egal. und dann machst du einen selbstgemachten Apfelbrei dazu. Da brauchst du nichts mehr, ja. Oder jetzt um diese Zeit auch. Jetzt waren wir beim Keltern, wir waren beim Saft, wir waren bei den Reibekuchen. Wir haben momentan eine Schlemmerzeit erster Güte. Holunderbeeren, ja. Kannst du abmachen, machst einen Saft draus. Du wächst diesen Saft ein, wenn du, das ist natürlich kein ärztlicher Rat, kein gar nichts, ich erzähle dir nur, was ich tue. Und dann tust du das in den Keller
Und wenn die Erkältungszeit ist, ja, wie sagte jetzt gerade einer, ging ich heute dran vorbei, oh, ich habe heute bestimmt 15 Mal genossen, da dachte ich schon, ich habe Covid. Da dachte ich mir, naja gut, Kriegsopfer, ja. Früher hat man es Schnupfen genannt, ja. Wenn du dann Schnupfen hast oder Erkältung hast, dann nimmst du dir so diesen Holundersaft, machst den heiß und trinkst den mal abends. Dann wirst du sehen, wie die Poren aufgehen, wie du wegschwitzt. Das ist die Kraft der Natur, das ist die Magie, das ist die Energie, die da draußen überall drin steckt, ja. Ja, Holunderbeerensaft, habe ich dir gesagt. Ja, und davon gibt es jetzt unheimlich viel, ja. Die Reibekuchen habe ich dir erzählt, vom Hund, ja, habe ich alles so. Ja, und das auch im Grunde nur ein winziger Ausschnitt. Nimm gedeckten Apfelkuchen dazu. Du kannst mit kleinem Geld und mit ein bisschen Hinwendung an die Dinge, kannst du so viel an Energie multiplizieren von dort draußen und letztendlich das auch essen. Und es wirkt auf dich zurück. Vergiss jetzt mal Kalorien oder die Linie oder sonst was. Ich rede jetzt auf Energie und auf Informationsbasis, ja. Okay. Und da kannst du unheimlich positive, natürliche Kräfte in dir aufnehmen. Und das ist auch eine Form der Krisenvorsorge, ja. Einmal, dass du in der positiven Mentalität Widerstand leisten, ja. Jetzt reden, ich denke gerade dran, da unten habe ich meinen Air-Player angesetzt. Ne? Dann hat er ja so eine Zwischenstufe von Apfelsaft zu Apfelwein. Also wenn es Rauscher ist, ja, Federweise, gehst jetzt in Rheingau, gehst in die Pfalz runter, rüber, rum, was wie auch immer, dann haben sie überall Rauscher, also Federweise. Köstlich, köstlich. Gibt nur ein bisschen Durchmarsch. Also es ist begünstigend für die Verdauung, wird die auch mal wieder geputzt, ne? Ja, gut, soweit. Also was ich dir eigentlich sagen möchte, ist, dass wir mit unserer Energie derartige Köstlichkeiten herstellen können, dass wir auch in einem Spiegelungsrückbildungsprozess von dem, was wir reingeben, das mehrfach zurückbekommen und dann wieder einverleiben oder anderen antragen können, geben können. Und dann vergleich das mal mit dem, was draußen jetzt passiert ist. Wenn du essen gehst, als ich klein war, ja, 70er, ja, war Essen gehen was unheimlich Feines. Wenn du gut essen gehen wolltest, bist du essen gegangen, weil zu Hause gab es mehr Suppen, ne, Eintopf, sowas halt, ja, Linsensuppe, Erbsensuppe, Gemüsesuppe. Einmal die Woche vielleicht eine Frikadelle oder so, egal. Wenn du gut essen gehen wolltest, dann bist du rausgegangen. Aber wann ist mir mal gut essen gegangen? Alle, ach Gott, schon 3 Monate vielleicht. Das hat sich komplett verkehrt. Draußen sehen wir, gerade im Gastrogewerbe sehen wir die Spaltung der Gesellschaft. Es gibt ohne, ich esse es alles gerne, aber ohne das jetzt irgendwie herabzuwürdigen. Du hast dann Döner, du hast Pizza, so ein Kram, halt alles. Das ist dann jetzt Essen gehen, sehr oft geworden. Ich würde mal sagen, da sind wir ganz, wir sind im Grunde beim Junkfood. Und dann hast du das, was einstmals gut bürgerliche Küche vergleichbar Mittelstand war, ist weggefallen, komplett weggebrochen. Und wenn du so etwas noch hast, ich glaube, das Fachwort, ihr wisst es besser da draußen, die ihr am Gastro arbeitet, ist Convenience oder so etwas. Wenn, und die haben dann noch, sagen wir mal, 2 Schweinebratenscheiben in Rahmsoße mit Knödeln oder Spätzle und Kraut oder sowas. Das Klassische dazu, ein Salat, ja, die gut bürgerliche deutsche Küche. Dann ist das oftmals tiefgekühlt, wird in der Mikrowelle aufbereitet, weil wir verloren haben. Das ist schon fast wie der Aberglaube, dann zu sagen, du brauchst auch da eine gusseiserne Pfanne. Ja, oder einen Knödel. Machst du am besten mit altem Werkzeug, altem Küchenwerkzeug. Weil das in einem resonanten, denk an Masaru Emoto, mein Vortrag, wenn du nicht kennst, weil das in einem resonanten Prozess einwirkt auf die Dinge, die du speist. Oder isst. Egal. Ja, jetzt habe ich es eben im Grunde gesagt, das Stichwort, ja, gut bürgerliche Küche, deutsche Küche, Wiederkehr der deutschen Küche, denn da sind wir. Und das, mein Lieber, meine Liebe, machst du. Du wiederbelebst diese Küche.
Und zwar zu Hause. Und zwar mit dem, was gerade so da ist. Mach was draus. Auch ein Satz unserer Ahnen. Die haben nämlich aus allem was gemacht. Wenn ich mir alte deutsche Gerichte anschaue, sehe ich, wie viel Liebe da drin steckt. Wie viel Ehrerbietung an das Nahrungsmittel da drin ist. Wie viel Gedanken die sich gemacht haben, Dinge zuzubereiten, schön zu machen. Ja? Damit aus dem Rosenkohl eine Delikatesse wird. Hier noch ein Prisschen Natron drauf, damit er wirklich grün aussieht und nicht so vergilbt oder verbleicht durchs Kochen. Bisschen Natron bei, bleibt er knackig süß. So, lauter so Tricks, ja. Aber das ist dein Job. Und das kriegst du in den wenigsten Restaurants. Was du dann hast im Gastrogewerbe, ist dann ganz oben wieder tschack, das überkantitelte Essen, nenne ich es jetzt mal, ja. Das ist ja wieder so ganz auserlesen, Nouvelle Cuisine, was es da alles gibt, ja. Ich bin mehr so der Typ für die gut bürgerlichen Sachen, ja. Also heißt in dem Fall jetzt Reibekuchen, Spätzle, Semmelknödel, sind so ein paar Gerichte von meiner Oma noch. Habe ich sogar ihr Werkzeug noch. Aber wenn ich das mache, da bleibt kein Auge trocken, das kannst du glauben. Und die Energie steckt drin. Gut, ich will jetzt nicht zu lange über das Essen reden, aber in diese Zeit gehen wir jetzt auch rein. Wir sind jetzt in der Erntezeit, ja. Erntedankfest. Und bereiten uns ein Stück weit auf den Winter zu vor und dürften zumindest früher dann immer mal auch ein bisschen eine Fettschicht anlegen, ja. Ja, also siehst du, diese Spaltung, diese Gesellschaftsspaltung, dieses Wegfallen, Wegbrechen, Mittelstand zeigt sich dann folgerichtig zum Beispiel eben auch im Gastrogewerbe, wie ich es gesagt habe, ja. Da gibt es ja noch so unten und ganz oben. Und so das normale, gute Essen gehen, haben die Leute kaum noch Zeit, ja, oder das zuzubereiten. Weil es muss ja auch kosteneffizient sein, es muss maximalen Gewinn werfen und so weiter. Jetzt gehen die Energiepreise als noch hoch, ja. Wie willst du das finanzieren? Das ist kein Vorwurf jetzt an die Gastro. Ich versuche sowieso immer meist einfach Dinge nur zu beobachten, ja. Okay, auch wenn sie mich manchmal ankotzen, Logo, aber jetzt bei dem Thema nicht. Gut, dann muss ich euch ja unbedingt mal vorstellen jetzt hier. Ich gebe es ja zu, ich habe die gesammelt, ja. Ja, wir haben der neue Faktenbooster ist draußen, ja. Immer mit Fanscherenschnitt, ja. Vom Prof, vom Professor, Doktor. Und ich gebe zu, ich sammle die alle, ja. Mein Lieblingsfaktenbooster, ja. Ich meine, wir haben es im Grunde mit einer Verkehrung hier zu tun, ne? Hier, da haben wir. Das ist mein Lieblingsfaktenbooster. Da gab es jetzt, glaube ich, 4. Und der tollste war der mit der aufgehenden Sonne als Corona-Virus da. Ja, die Sommerwelle ist da, hieß das. Total geil. Ich habe mich immer gefreut, wenn die da. Hier auch ein Klassiker damals. Die zweite Auffrischungsimpfung, so wie eine Frühlingsbrise, kriegst du es da in die Adern gedrückt. So geil, so geil, so geil. Ja, dann so gut durch den Sommer, Verdacht auf. Und jetzt haben wir den Plan für den Herbst und Winter. Und das alles gibt's ja wirklich auch umsonst, ne? Dank unseres Bundesgesundheitsministeriums, ja, die lassen das nämlich drucken, diese Faktenbooster. Das Problem bei den Faktenboostern ist, dass das im Grunde in unsere Serum mit der Verkehrung passt, ja. Weil der Faktenbooster ist kein Faktenbooster. Was da geboostert wurde, war leider nicht nur Information, sondern leider auch Unsinn, den die da reingeschrieben haben. Quatsch, und das sage ich nicht ich, sondern das kannst du mittlerweile überall lesen. Die Welt hat damit auch schon jetzt getextet, dass es da Unrichtigkeiten einfach drin gibt in diesen kostenlosen, weißt du, mit den Käseplättchen, die du ja umsonst in deinen Briefkasten bekommst, ne? Umsonst Infos bekommst, da liegen die ja immer dabei, ne? Damit du dich effektiv schützen kannst, ne? Für deine Gesundheit, ja? Ja, man hat jetzt rausgefunden, dass die einfach voller Fehler sind. Ja, was ist das jetzt? Kein Faktenbooster, sondern ein Fehlerbooster scheinbar. Oder ein Fehlbooster. Blöderweise wurden dafür fast 27 Millionen Euro auch noch ausgegeben, denn so umsonst ist es gar nicht. Das Geld wird immer nur da, wo du es nicht siehst, fünfmal so hingedreht, dass es dir dann so vorkommt, als wäre es umsonst. Ja.
Und in Wahrheit verdienen sich da ganz viele Leute nochmal, wenn sie da mitmachen, ne? Verdienen sich ein Golden Näschen, gell? Ja, blöd, wenn du jetzt halt nicht am Fressnapf sitzt, ja. Ja. Ich lese dir mal vor. Genauer aufgeschlüsselt hat die Bundesregierung die Kosten für die erste Anzeige aus dem Juli in einer Antwort auf eine kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion. Das war jetzt die erste Ausgabe, ja, du weißt. Ja gut, such's jetzt nicht raus. Demnach sind gut 2,3 Millionen Euro an die Lokalzeitung, gut 2,7 Millionen Euro an die Anzeigenblätter geflossen. Insgesamt enthält der Bundeshaushalt für das laufende Jahr, halte ich fest, 188,9 Millionen Euro für die Covid-19-Kommunikation. Das Problem ist, es ist sehr viel falsche, verzerrende, ich zitiere, verzerrende, wo war ich jetzt? Oder schlicht nicht belegte Information in diesen Blättern, sodass sie jetzt widerrufen werden müssen. Auch eine Form, das Geld rauszuschmeißen und die Leute zu desinformieren. Aber gut, ich meine, jetzt sei man nicht päpstlicher als der Papst, ja. Es kommt ja auch dran, wie man es meint. Der gute Wille ist ja auch entscheidend, ne? Wenn man es gut meint mit den Menschen, dass man die... Man hatte ja gute Motive. Das eine oder andere war halt dann nicht so richtig schade. Ich hatte dann jetzt gelesen, dass die UNESCO, ja, immer diese Buchstabenorganisation, du weißt ja, Unterform der UNO meinst du, die UNESCO, müsst ihr jetzt genau gucken, sagt Verschwörungstheorien den Kampf an. Also hier wird auch jetzt ganz klar geguckt, ja, was ist wahr, was ist falsch, ja. Habe ich mich schon gefragt, ob der Herr Lauterbach und hier der Faktenbooster am Ende ein Problem mit der UNESCO bekommen, aber dachte ich mir, nö, es passiert nicht. Die ziehen ja mehr so an einem Strang. Vielleicht an einem Strang oder so, ja. Dann habe ich mich gefragt, wer sagt jetzt der UNESCO eigentlich dann, was wahr und falsch ist? Weil ich finde das ja auch schon ziemlich gut, wenn du die Warninformation bestärkst und die falschen minimierst. Das Problem ist, dass ich so viele unterschiedliche Leute kenne, denen ich das vorlegen würde und die würden die verschiedensten Dinge zusammenstreichen. Plötzlich werden aus den größten von mir empfundenen Lügen dann Wahrheiten, je nachdem, wen ich frage, habe ich gerade letztens wieder einen im Supermarkt getroffen, hör mir auf, ja. Jo. Aber die UNESCO kämpft gegen Verschwörungstheorien und Falschinformationen, finde ich klasse. Hab mir schon überlegt, ob ich denen mal meine vier gesammelten Ausgaben von dem Faktenbooster vorbeischicke. Was die dazu so sagen. Ich meine, wir sind ja hier die Letzten im Land, die immer noch auf der C-Welle rumreiten. Ja, tut mir immer ein bisschen leid, so für die Fahranfänger, die Schüler in den Bussen oder die Leute in den Kliniken. Da haben wir immer noch die Impfpflicht, ne? In den Kliniken, ja. Bis 31.12.2022 geht die Impfpflicht für die Belegschaft in Kliniken und klinikenähnlichen Einrichtungen, körpernah, wenn sie da rummachen, ja, nicht falsch verstehen jetzt. Ja, und wenn du jetzt zum Beispiel neu eingestellt wirst irgendwo in der Klinik, dann musst du dreifach abgedatet sein. Also, wie heißt das? Grundgelauterbacht plus ein Booster oder was? Also dreimal ruhig halten, ja? Dreimal Spritzerin. Ja. Ansonsten wirst du nicht eingestellt. Ja, ist doch egal, wie deine Noten sind oder wie sehr du für den Job geeignet bist. Erste Bürgerpflicht hatten wir doch schon. Fresse halten, stillhalten, dreimal Grundvoraussetzung. Entweder du bist dann einstellungsfähig oder nicht. Und dann nutzt doch der Verweis nichts, wenn du dann sagst, ja, aber am 31.12.2022 soll es doch eh wegfallen. Warum soll ich mich dann jetzt nochmal da stechen lassen, Mensch? Scheißegal. Steht doch im Gesetz. Also machen wir. Machen wir wieder alle mit, ha? Machen wir wieder alle mit? Ja? Nachher war es wieder keiner? Ja? Bin mal gespannt, wie die Mauerschützenprozesse der nächsten Jahre, wie die dann heißen. Übrigens, Der Herr Spahn hat jetzt auch wieder, der hat ja vor 2 Jahren schon mal gesagt, es wird viel zu verzeihen geben, sowas so ähnlich hat er sich ausgedrückt. Jetzt hat er sich wieder zu Wort gemeldet, auch in einem Interview sagt er,
Die, Achtung jetzt, schnall dich an, halt dich fest. Ich hab fast aufs Blatt gereiert. Die Familien, Kinder und Jugendlichen können wir nur um Verzeihung bitten. Auch ich. Es gibt keine Verzeihung. Für das, was die 2 Jahre an Übergriffen, Gewalttätigkeiten, psychisch, mental, physisch erfolgt ist, immer noch erfolgt, Entrechtung, Zwang, Nötigung, Körperverletzung und so weiter und so weiter. Dafür gibt es keine Verzeihung. Nie mehr gibt es dafür Verzeihung. Dafür gibt es hoffentlich nur noch Karma. Karma. Nee, nicht hoffentlich. Dafür gibt es Karma. Und ich kann nur sagen, bisher hat jede Revolution ihre Kinder gefressen. Also, bitte, bitte in Würde jetzt annehmen das Ganze und nicht anfangen zu winseln, weil das ist noch erbärmlicher. Es gibt kein Verzeihen. So viel dazu. Jo, dann dachte ich mir, ist ja auch nicht so wild mit den Blättchen da vom Lauterbarri, ne? Also, sie sind es doch. Also, nein, es ist Bundesgesundheitsministerium. Zusammen gegen Corona. Also, ich finde die wirklich überspitze, die Dinge, weil die haben Sachen drauf, die könnte ich mir hier, so können sie sich am besten schützen, ja, die könnte ich mir hier nicht auftragen. Die AH+L-Formel, ja, weiß ich jetzt überhaupt nicht. Maske tragen, logisch, das musst du immer, ja, Kriegsopfer sein. Hygieneregeln beachten, Abstand halten, lüften! Lüften, guck mal da, lüften. Lüften. Ich sag dir, es ist nicht so lustig wie die Realität. Lüften hatten wir doch jetzt gerade. Ich finde, da sind sie jetzt... Oder hab schon Alten vorgelesen. Nee, da sind sie jetzt ein bisschen hinter der Zeit. Oder nicht so gut abgestimmt. Weil vor einem Jahr mussten wir immer lüften, tatsächlich in den Klassenräumen, damit die Kinder sich nicht erkälten. Ja, wenn du jetzt eher lachst, kann ich nichts dafür. War auch Winter, minus 5 Grad. Haben die entweder die Fenster offen gelassen? Ja, das kriegen wir doch keinem mehr erzählt, was hier abgegangen ist. Haben die Fenster offen gelassen? Ja, ich sage jetzt mal, um die Virendiffusion, so für die Kopfschablone jetzt, ja, für im Gehirn, um die Virenschablone, die Virendiffusion zu verringern. Also, dass die rausfliegen, sagen wir mal, und dann weniger Viren im Kopf, im Klassenraum rumfliegen. Dass die Kinder natürlich dann bei minus 5 Grad, wenn die da noch still sitzen, die Maske vorm Kopf hatten, sich erkälten. Ja, das ist jetzt eher Vernunft. Aber gut, auf jeden Fall mussten wir vor einem Jahr ja ständig lüften. Und du wirst nicht glauben, was ich kürzlich gesehen habe. War ich in der Stadt? Ja, auch ich muss manchmal dahin. Übel, aber gut, lassen wir das. Also ich mag's nicht, ich bin Landei, ja. Und in einem Geschäft, gell, stand tatsächlich Anweisung der Bundesregierung, bitte die Türe immer schließen. Ja, wegen der Energie jetzt. Und dann bin ich da reingegangen und da waren da 2 Kriegsopfer mit Maske. Ja. Und dann dachte ich mir, das ist jetzt total geil. Vor einem Jahr mussten wir immer lüften und jetzt machen wir die Tür zu, ziehen freiwillig die Maske an und lüften nicht mehr und tun das Gegenteil. Geht in keinen Kopf mehr. Geht in keinen Kopf mehr rein. Also jetzt zumindest nicht in meinen. Ja. Jetzt machen wir wieder zu. Gut. Aber hier lesen wir jetzt wieder lüften. Also scheinbar sind die da auch nicht so ganz eins. Ja. Oder ich bin da jetzt dann auch. Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich dann. Dann feiern wir seit 1. Oktober sozusagen so eine kleine Welcome-Back-Party. Ja. Willkommen zurück. Also, was meine ich damit? Der rechtliche Status der nur 2-mal Gedruckmittelten ist ja jetzt wieder dem gleichgestellt derer, die noch nie eine Spritze bekommen haben. Tatsächlich. Also diese Grundimmunisierung, die bringt dir dann gar nichts mehr. Die ist nur 2-mal und du brauchst jetzt dann 3-mal, um wieder diesen Rechtsstatus immunisiert zu haben. Tatsächlich. Wie ich eben auch gesagt habe, zum Beispiel im Pflegebereich und sowas, die Leute, ja, die haben dann vertraut,
so, halt, ja, halt mal den Arm hin, du kriegst dein Leben zurück und wir impfen uns frei, hieß es ja auch ganz toll. Ach, ich müsste mal rausgucken, alles auf meiner Festplatte, was wir da an tollen Slogans und tollen Bildchen hatten, Vertrauen erweckend, ne? Vertrauen Sie nur uns, ne? Wir sagen dir die Wahrheit, ja? Hör nicht auf die anderen Verschwörungstheoretiker, die dir da was erzählen von einem Impfabo und dass du in eine Versklavung getrieben werden sollst, dass dein Wille nach und nach gebrochen werden sollte. Alles natürlich reine Verschwörungstheorie. Und ja, jetzt 1. Oktober, wer nur zweimal mitgemacht hat, ja, impf dich frei, ja, der muss dann halt jetzt dreimal mitmachen. Oder viermal. Oder fünfmal. Paar 60% sind jetzt wieder bei dreimal. Tendenz nachlassend, es werden immer weniger, natürlich. Aber es machen auch noch eine Menge mit, ja. Tatsächlich aber geht der Trend immer nur in eine Richtung. Ich müsste jetzt hier die Zahlen mal zeigen. Habe ich jetzt nicht dabei. Ja, und jetzt sind allein da, jetzt sind zum 1.10. 12 Millionen Zertifikate ausgelaufen. Musst dir mal reinziehen. Das ist ein Armageddon. Ja. 12 Millionen Zertifikate. Gut. Hier, ich muss noch ein bisschen hier, dafür machen wir quasi keinen Schnitt. So. Gut, haben wir das auch? Ja. Weil wir das doch mit den Blättchen, mit meinen Sammelblättchen da hatten, ne? Also der, was, Faktenbooster zusammen gegen Corona. Das ist, ich könnte mich da schon wieder verlieren drin. Da möchte ja, Achtung, jetzt auch wieder so eine herrliche Verkehrung. Da hat ja die große Koalition, hat ja im Jahr 2020 schon festgestellt, dass sie, Achtung, halte ich fest, 220 Millionen Euro an Fördergeldern für deutsche Verlage aufruft, um dieses Geld dann auszuschütten. Also sprich, Normaldeutsch, ja, ich bin aus Hessen, Staatsgelder, wo du überweist an die Verlage. Und das Schöne ist, das heißt dann, es ist zur Förderung von mehr oder dem Erhalt von Medienvielfalt. Aha. Die Medien, weißt ja, ist ja die fünfte Gewalt im Staat, ne? Die Kontrollbehörde, Quatsch, nicht Behörde, die Kontrollinstanz, um die Politik auch so mit der Lupe, investigativer Journalismus zu kontrollieren, ist das alles so richtig, was die da machen oder nicht? Und die kriegen jetzt also Geld vom Staat, ja, 220 Millionen. Den ging's ja auch so schlecht, den Blättern. Die sind ja regelrecht angewiesen auf das Geld. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Kennst du den Spruch? Medienvielfalt erhalten könnte dann ja heißen, ja, die einzelnen, die Vielfalt besteht darin, dass ich den einzelnen Blättern Geld gebe. Die Vielfalt muss aber nicht heißen, dass die einzelnen Blätter dann vielfältig und unterschiedlich berichten. Vielleicht berichten die ja mehr so im Sinne von dem sie das Geld bekommen. Und damit auch die Butter auf dem Brot. Ja, also, gut, kann man mal drüber nachdenken. Ich denke mir zusammen, also mit, wenn wir jetzt die Medienvielfalt fördern und erhalten mit so viel Geld, ne? Wir haben ja eben auch gesehen, wir haben dann jetzt hier die Blättchen vom Karl, also Bundesgesundheitsministerium. Da gehen ja auch 190 Millionen rein. Und wenn wir so Anstrengungen in den Unternehmen, hier 220 Millionen, da 190 Millionen, dann haben wir noch die ganzen Faktenchecker auch im Internet, die dann alles kleinreden können, was dann vielleicht an Unwahrheit gesagt wird. Und die UNESCO haben wir auch noch, die sagt, jetzt gehen wir aber mal gegen die Verschwörer an hier und gegen die Lügen und unwahren Sachen, die es alle gibt. Und zusammen mit den Internetkriegern, haben wir auch schon gelesen, wo vor 5 Jahren dann in England, in Deutschland alle gesagt haben, so, jetzt ist mal Ende hier mit dem rechtsfreien Raum Internet. Jetzt werden wir staatlich Angestellte, ja, sagen wir jetzt mal dann Trolle und Leute haben, die für die richtige Meinung kämpfen im Internet, ja. Dass da nicht mal irgendwie eine falsche Gegenöffentlichkeit entsteht. Und zusammen bin ich überzeugt. Viel Geld, viel Mitteleinsatz, viel abhängig Beschäftigte, viele Faktenchecker, die ja neutral sind, ja. Die ja jetzt echt neutral sind, ja. Und hier den Blättchen, ja. Damit
kriegen wir es hin. Was denn? Ei, dass keine Lügen mehr da sind. Ja. Dann hast du nur noch die wahre Wahrheit. Und dann ist alles gut. Dann haben alle dieselbe Meinung, alle dasselbe digitale Bürgergeld, alle, ja, und dann merkt's keiner mehr und alle schwimmen im selben Strom und dann sind alle zufrieden und alles ist gut. Das ist doch der Traum. Das ist doch der Traum. Ja, okay. Ah. Ja, dann weiß ich nicht, ob du es schon mal gemerkt hast, bei dir im Umfeld auch, gerade momentan. Tatsächlich alle. Ja, wie sagst du dir das? Ja, bei uns im Hessischen haben wir einen Spruch, der heißt viermal abgeschnitten, immer noch zu kurz. Ja? Viermal abgeschnitten, immer noch zu kurz. Oder viermal gedruckmittelt und immer noch krank. Oder tot. Keine Ahnung. Ist so dieselbe Logik. Also bei mir im Umfeld habe ich unheimlich viel, tatsächlich jetzt auffällig, gedruckmittelte. Ei, die liegen ständig platt. Halten ja nichts mehr aus. Kann ich rede jetzt ernsthaft, ja, kann nämlich eine Auswahl sein, die statistisch vollkommen irrelevant ist, was ich beobachte, tatsächlich, ja. Dann hörst du noch ab und zu von dem einen und anderen, dass die ganzen Ungedruckmittelten immer wieder, weiß ich aber da auch schon nicht mehr, was es hören, sagen, was es saga, ja, ganzen Ungedruckmittelten, die Abteilungen und sowas am Laufen halten, während das die anderen ständig platzen. Und im Mainstream kommt immer mehr so ein Narrativ durch, ja. Ja, Franz W. aus K., ja, lieber Kerl, sieht aus wie ein Pfarrer, viermal abgedatet, fühlt sich gar nicht mehr gut, muss 12.000 Euro für eine Blutwäsche selbst bezahlen, hilft mir auch keiner bei. Gut, vielleicht geht der Bericht auch dann in die Richtung so, helft dem Mann doch mal, dass er aus Steuergeldern dann wenigstens seine Blutwäschen jetzt bekommt, ja. Wenn schon diejenigen, die den Kram erfunden haben, auch interessant, haftbar gemacht werden. Wenn schon diejenigen, die ihn gespritzt haben, nicht haftbar gemacht werden. Wenn schon diejenigen, die dann öffentlich Druck ausgeübt haben, nicht haftbar gemacht werden. Ja, von wegen viel zu verzeihen, Freunde. Am Ende war es keiner, die Handflächen sind oben und wir machen weiter. Tut mir leid, oder wie? Ah, wunderbar. Gut. Ja, gut, dann haben wir das auch. Ja. Ah ja, gut. Machen wir mal hier weiter. Dann habt ihr auch schon gemerkt, du, bei mir war in der Nähe von Frankfurt war die A5 mal wieder gesperrt, ein ganzes Wochenende, ganz egal. Nebenbei war auch noch eine S-Bahn-Linie lahmgelegt, auch egal. Diese Logistikunterbrechung, ich erinnere, dass das im Grunde losging mit dem Suezkanal damals und dem Frachter. Jetzt war am Wochenende ja... Samstag war das, war in ganz Norddeutschland der Schienenverkehr lahmgelegt, angeblich Sabotage. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass ja in Berlin gerade diese Großdemo war, ne? Von der AfD. Gut, sie gehören jetzt auch dann eher zu den, fahren ja saubere Doppelstandards und das sind ja dann auch eher Demonstrationen, die jetzt von Regierungsseite nicht so gern gesehen werden. Ja, nee, die motzen da rum und so, ne? Ja, kritisieren darum. Ist ja alles schön und gut, ja, in der neuen Welt. Ja, ja, und da waren just dann die ganzen Schienen nicht mehr befahrbar. Und ja, da blieben sehr viele Leute, die vielleicht auch zu dieser Demo wollten, am Bahnsteig stehen. Aber gut, was willst du jetzt für 9 Euro auch erwarten? Ja, kann ja nicht alles immer reibungslos gehen für so ein paar Mack, ja. Was nichts kostet, taucht auch nichts. Ja. Ja, Deutsche Bahn, ja. Ist so wie Deutsche Post, ja. Ja, nee, sag ich jetzt mal nichts. Okay, dann. Also das fiel mir auf, ja. Diese Ausfälle da. Wobei die eine Verbindung klappt gut von Berlin weg noch. Das ist diese Verbindung Berlin-Kiew.
Tatsächlich. Da gibt es jetzt Busfahrten. Es ist wie früher so Kaffeefährtsche. Ja. Da fahren die Leute von Kiew nach Berlin, machen da ihre notwendigen Behördengänge, ja, weil es sind ja Ukrainer und die sind ja dann quasi auch geflüchtet. Also sie haben hier zumindest Antragsrechte für Geld. Ja. Und dann fahren sie mit dem Bus hier zurück. Ja, also die Verbindung klappt gut. Ich habe Fahrpläne gesehen, alles ausgebucht. Ja, auf Wochen der Fernverkehr zwischen Berlin und Kiew ausgebucht, weil es da Leute gibt, die können gar nicht erwarten, Berlin mal wieder zu sehen. Und vor allen Dingen, die gehen total motiviert auch auf die Ämter immer, ja? Und informiert. Und organisiert. Aha. Nicht wie du oder ich. Ja, wenn du oder ich aufs Ämter gehen, ne? Gibt's mal Rüffel. Ja, geht nicht, gibt's nicht, können wir nicht, dauert, haben wir nicht, brauchen wir noch. Ja, kennst schon, ne? Ja, gibt Ausnahmen. Eindeutig weiß ich selbst. Ich möchte aber einen Trend skizzieren. Und der Trend heißt, stell dir mal dieses Deutschland in Rechtsblasen vor. Dann hast du eine Rechtsblase, die gilt für, sagen wir mal, Deutsche. Oder all alle, die hier schon lange sind. Mit Abstrichen. Und diese Rechtsblase ist eigentlich die ungemütlichste. Weil das ist die, in der du und ich wahrscheinlich auch sind. Das kostet dich, du hast das Gefühl, der Staat mag dich jetzt gar nicht so gern, gibt es immer Druck, dann wird erinnert, dann musst du bezahlen, dann wird hier kontrolliert, dann musst du da was nachlegen und brauchst hier ein Formblatt und musst was ausfüllen, unterschreiben, rechtfertigen, machen, tun. Sonst kriegst du Probleme. Ja, das ist eigentlich diese Rechtsblase, wo immer hinterher, man ist dir immer hinterher. Macht es, sonst gibt's Ärger. Ja, könnte man als Überwort sagen, ohne jetzt auf die Bescheide, Verwaltungsakt und so weiter genauer einzugehen. Ja, wir haben festgestellt, dass entweder du kannst es entkräften oder. Ja, also du wirst immer in so einen Zugzwang gebracht. Das ist ein Herrschaftsmittel, ganz klar. Ja. Aber was interessant ist, diese Rechtsblase, auch wo wir uns ständig, wir sind ja maximal gegeneinander, miteinander beschäftigt. Die ganze Zeit. Also der freundliche Mann im Finanzamt oder Gesundheitsamt oder im Gewerbeamt oder im Ordnungsamt sind ja oft, ich sag mal, einer von uns. Also wir sind zusammen in derselben Rechtsblase, meine ich damit, ja. Und der kann auch ganz nett sein, wenn du mit dem in der Gartenfete zusammenhockst. Aber ich sag immer wieder, sobald du mit ihm als Behörde redest, redest du mit einer Amtsperson. Du redest nicht mit dem Menschen und schon gar nicht mit dem, du auf der Grillfete geredet hast. Du redest mit einer Amtsperson. Du redest nicht mit einem Menschen. Schon öfter gesagt. Und dann ergießt sich die Rechtsblase auf dich herab. Und wenn du das jetzt energetisch, magisch betrachtest, werden die Menschen und ihre Energien werden gegeneinander ausgespielt ständig. Die Menschen werden gegeneinander geführt. Ich bin jetzt derjenige vom Gewerbeaufsichtsamt und habe das und das. Ich mache ja nur, was ich soll. Es steht halt im Gesetz. Was soll ich tun? Ich bin derjenige von der Krankenkasse, von der... Ja, da ist halt eine Verordnung oder das steht im Gesetz. Du musst es jetzt beibringen. Und so sind wir ständig miteinander beschäftigt, die in diesen Spielregeln von Deutsch und Formblättern und machen, interagieren. Seh's mal volkswirtschaftlich, vom Output, ne, vom Ergebnis her, was kommt denn raus? Erfinden wir irgendwie einen neuen Antrieb oder sowas? Nein. Wir sind einfach miteinander verbacken, beschäftigt und gegeneinander geführt. Das ist was produziert wird. Es wird im Grunde das produziert, was du nämlich sehr schön wahrnimmst, wenn du aus dem Ausland hier nach Deutschland reinfährst. Diese Wolke, die drüber hängt, die aus Missgunst, Neid, Boshaftigkeit, anheimelnde Dreck und Nägel gönnen, aburteilen, ganz wichtig. Überhaupt die Interesse, das Augenmerk immer auf dem anderen haben, statt zu schauen, dass ich in meine Mitte komme. Enorm und das wird dort produziert, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben den Prof, der hier rumläuft oder rumgelaufen ist, der würde sagen, Bletschleepark. Was ich dir da eben in den letzten 5 Minuten gesagt habe, ist nichts anderes als Bletchley Park. Beispiele dafür.
Vielleicht sollte ich ein paar mal sammeln, ja, was hier so reinflattert. Ob das jetzt Zensus ist oder Grundsteuer oder Krankenkassen, die dann immer Nachweise Scheißdreck wollen. Ja. Ständig wirst du mit irgendwas gepiekst. Das ist wie eine 3, 4, 5 Stechmücken im Dunkeln. Du darfst dir mal vorstellen, was da für eine Armee aus Verwaltung, stell dir das mal vor wie im Krieg, im Schützengraben sitzt, gut getarnt, Anwälte hinter sich, Rechtsabteilung hinter sich, einen Wall vor sich, bestens bewaffnet also, haben den ganzen Tag Zeit, sich irgendwas auszudenken bzw. irgendwelche Dinge zu befolgen. Und dann kommst du alleine gegen diese Stellung gerannt. Das ist regelmäßig die Situation, in die man hereinmanövriert wird, ohne dass ich jetzt hier von Opfertum oder sowas reden möchte. Ja? Kein Opfergeheul. Das ist die Realität. Bei den Römern hieß es das auch schon. Eine der ersten Franks Freiheiten, habe ich das schon erzählt. Nicht die Armee, nicht die römische Armee besiegt den Feind. Gar falsch. Die Verwalter und Vermesser hinter denen besiegen den Feind. Kannst du mal drüber nachdenken. So, ich mache jetzt erstmal hier Päuschen, dann machen wir gleich weiter.